Die Condor Travel Hawk. Ja, und was dieses Teil, dieses Multi-Use-Teil kann, das schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Condor, ja, Travel Hawk und gemacht vom Toni aus Deutschland, einem Survival-Pionier. Der gute Mann hat schon einige Messer designt, hat schon einige Touren gemacht und das ist jetzt sein Multi-Use-Beil, das er gemeinsam mit Condor rausgebracht hat. Und im ersten Schritt hat er mal gedacht, was hat es mit dieser Axt, mit diesem Beil hier auf sich? Ich meine, es schaut doch irgendwie eigenartig aus, ja? Speziell diese Ausnehmung hier. Und das liegt an der Multifunktionalität dazu, aber später. Ich habe sie mir bestellt und als ich das erste Mal angegriffen habe, hatte ich gleich einmal ein gutes Gefühl, habe aber gemerkt, dass sie massiv kopflastig ist. Und wenn du dir das anschaust, wenn du dir jetzt den Querschnitt anschaust, siehst du, dass hier hinten ein Hammer ist, ja? Ja, ein Hammer ist da drauf und hier ja ein richtig schöner Spaltkeil. Also der wird nicht flach, sondern das ist wirklich ein fetter Spaltkeil. Und ich habe auch schon Holz damit gespalten, Buchenscheite zum Beispiel, das geht wirklich super durch wie Butter, weil er einfach so massiv kopflastig ist. Was aber auch Nachteile hat, aber das ist ganz einfach so. Es gibt nichts auf dieser Welt, was nur Vorteile und auch Nachteile hat. Aber dann ist da hinten sowas Komisches, das da. Ja? Das ist eine Halterung, die meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig wäre, aber sie ist halt dabei und es stört auch nicht. Mit einem Schlitzschrauben ist hier eine flexible Platte eingebaut, die diesen Axtkopf hier in Stellung hält. Denn du kannst diesen Axtkopf abbauen und als Messerklinge verwenden. Ja, so, wie geht das jetzt? Also, hinten diesen Hebel drücken und und schon kannst den Axtkopf runternehmen und natürlich die Gegenrichtung genauso. Du spannst ein, ziehst es durch und den dann in die Gegenrichtung und die Sache ist wieder geritzt. Also, das geht, ist wirklich sehr leichtgängig, zumindest jetzt. Ich meine, ich muss das noch in den Langzeittest nehmen, was ich natürlich auch machen werde, weil da wissen wir dann mehr. Aber ja, auf die Art und Weise hast du dann den Axtkopf, den Beilkopf in der Hand und kannst den als Klinge verwenden. Also das Teil, das ich geliefert bekommen habe, da ist auch der Stiel wirklich sehr, sehr schön. Es sind auch zwei unterschiedliche Bereiche. Hier hinten haben wir eine kleine Nase, dass es beim Schlagen, beim Hacken gut in der Hand liegt. Und dann hier vorne noch einmal einen Teil, dass man es kürzer greifen kann. Und ja, das ist durchaus in Ordnung. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ja, das ist ganz nett gemacht und muss sich halt in der Praxis langfristig natürlich bewähren. Aber jetzt zum Axtkopf selbst. Wirklich ein massiv schweres Teil, das muss man einfach mal so sagen. Aber ich habe mir sagen lassen, die Idee ist, dass man das jetzt zum Beispiel zum Aus der Decke schlagen, ja, zum Aus der Decke schlagen bei Wildtieren, also das Fell abziehen sozusagen, und dass man hier in dieser Art und Weise mit der Klinge arbeiten kann und dass man sie auch als Notmesser verwenden kann. Ich meine, natürlich wird das auch, wenn ich es mit dem Axtkopf jetzt hätte, ja, wird das, ja, natürlich auch funktionieren, aber da kann ich dann nicht so schön reingreifen und daher, das hat schon was. Wobei, würde natürlich so auch gehen, aber es ist okay, es ist okay. Es ist halt die Frage, brauchst du das nicht? Das ist die große Frage. Was mir gut gefällt, ist dieser Multifunktionalitätsgedanke, also den finde ich sehr, sehr ansprechend. Ja, und jetzt schauen wir uns mal in der Praxis an. Ja, also jetzt, ich habe jetzt mal gleich Stopp gemacht. Und zwar, man merkt halt schon, dass aufgrund des Querschnitts von dem Beilkopf, dem Axtkopf, das nicht so richtig gut ins Holz eindringt. Da ist meine Grenzforst zum Beispiel viel bissiger, da ist die Hulterforst für mich viel bissiger, weil sie ganz einfach ja, schmäler wird. Aber das ist ganz einfach so. Und was mir auch auffällt, ist das, ich habe das Teil jetzt seit 2 Wochen im Einsatz.
Und es war wie out of the box sozusagen, wie ich es rausgenommen habe, total stumpf, also echt voll stumpf. Aber eine Axt muss ja nicht Rasiermesserschärfe haben, das braucht es ja gar nicht. Aber da sind wir da jetzt ganz weit davon entfernt. Ich habe es dann nachgeschärft, mit Feile und alles und abgezogen und habe ihm Liebe gegeben. Und habe heute, bevor ich jetzt mit diesem Video angefangen habe, weiter unten einen ungefähr so dicken Eschen, also wirklich auch ein hartes Holz, Eschenstamm in der Mitte auseinander gemacht. Auch so, wie du es jetzt gerade gesehen hast. Und jetzt nach dieser Arbeit und da ein bisschen an der Fichte herumarbeiten, ist es schon wieder stumpf. Und das ist jetzt vielleicht für eine Axt wurscht. Echt jetzt, ernsthaft, ja, für eine Axt ist das nicht unbedingt so wichtig. Ja? Aber ich denke mir, wenn ich damit wirklich etwas aus der Decke schlagen will, ja, und da die ganze Zeit Fleisch zum Beispiel schneiden will, Muskeln, Fasern schneiden will, dass das dann doch ein bisschen eng wird. Ja? Wir werden es jetzt dann nachher noch einmal nachschärfen und uns das nochmal anschauen. Aber das sehe ich als Manko an. Was aber super ist, ist aufgrund des fetten Gewichts, ja, geht das Ganze schön rein. Ja, jetzt werden wir uns einmal die Stärken aber auch anschauen. Ja, dann machen wir einen Spalttest und da wird das Teil aufgrund der Form der Klingen oder Klingenform, oder der Beilform und des Querschnitts ganz einfach Vorteile haben. Das ist ganz, ganz klar. Und schauen wir es uns an, aber ja, das macht richtig Spaß. Das muss man einfach einmal so festhalten. Und für das ist es wirklich echt fett. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu diesem Teil hier? Und ich habe lang drüber nachgedacht. Ich habe mir jetzt insgesamt auch 3 Tage Zeit gelassen, dieses Video zu drehen, muss ich sagen. Also über 3 Tage hinweg immer wieder Sequenzen gemacht, was ich dazu sagen soll. Und ich will nämlich nur meine Meinung dazu kundtun. Zum Spalten ist sie wirklich fett, also echt, echt super. Und ist auch so zum Arbeiten super. Sie ist mir persönlich ein bisschen zu schwer vorn, da tue ich mir einfach schwer, so wie auch bei der Hulter Forst, das ist nicht so, aber trotz alledem ein super Teil, liegt gut in der Hand und alles und wunderbar. Wo ich nicht weiß, ob diese Multifunktionalität wirklich notwendig ist, das kann ich nicht beurteilen, das ist eben, dass man diesen Klingen, den Beilkopf abnehmen kann und als Klinge verwenden kann, nämlich besonders so ULO-mäßig eben, ne, dass man damit Fleisch, also Wildfleisch, also mal aufbrechen, aus der Decke schlagen, ja. Ob das der klassische Bushcrafter braucht, das weiß ich nicht. Und ich glaube, der klassische Bushcrafter im deutschsprachigen Raum wird das selten machen. Das heißt aber nicht, dass es dafür nicht brauchbar wäre. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, um es aus der Decke zu schlagen. Wenn man in nordischen Bereichen unterwegs bin, das Jägerbeil zum Beispiel, hat da sicher seine Berechtigung und das soll so sein, aber ich habe keine Erfahrung damit, ich weiß es nicht. Was ich bemängle bei meinem Exemplar, das ist die Schnitthaltigkeit. Also ich bin nicht der große Wildfleisch-Zerwirk- und Aufbrechexperte, das will ich von mir nicht behaupten. Aber eins ist klar, die Teile müssen scharf sein. Und ich habe vor kurzem, weil ich bin ja erst 40 geworden, ein Messer geschenkt bekommen, ein Jagdmesser. Ja? Und ich habe es voller Freude bekommen, habe es nie ausprobiert, einfach nur Ding. Und dann bin ich relativ rasch drauf gekommen, dass das saustumpf ist einfach. Ja, dass es nicht scharf ist. Und das macht dann einfach keinen Spaß, damit zu arbeiten. Und das ist hier auch der Fall. Wenn ich das andauernd nachschärfen muss, dann weiß ich nicht, ob es für das, was es gedacht ist, wirklich richtig gemacht ist. Ich weiß es nicht. Das ist nur meine Meinung. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist. Und es gibt ja auch Leute, die es lieben das Teil und ich habe es auch bei mir im Shop für die das unbedingt brauchen und haben wollen. Und ja, aber meins ist es nicht, weil ich das einfach nicht brauche. Aber, und ich will fair sein, für diese Multifunktionalität, das mit dem Abnehmen, das funktioniert wirklich pipifein. Ich werde es auch in den Langzeittest nehmen, das heißt zu meinen Survival Trainings mitnehmen. Da können es die Leute dann auch ausprobieren. Ich werde mir da noch ein Loch reinbohren, weil da stehe ich einfach drauf. Und dann werden wir ganz einfach sehen, was es nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren Einsatz sagt und ob es dann noch immer in Ordnung ist oder ob es, ja, wie es sich verhalten wird. Und vielleicht habe ich ja auch die Möglichkeit, mal es auszuprobieren, um wild aus der Decke zu schlagen. Das war's aus.
Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, was du von diesem Teil her hältst. Vielleicht hast du es. Warum hast du es gekauft? Das würde mich wirklich interessieren. Was war dein Kaufkriterium? Warum hast du dich für diese Multifunktionalität und für dieses Beil hier entschieden? Das würde mich irrsinnig interessieren. Schreib mal da bitte einen Kommentar, da wäre ich sehr dankbar. Und auch grundsätzlich, was du davon hältst. Unten findest du den Link zu dem Produkt in meinem Shop. Aber wenn es das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Rainer Rossmann und bis in ein Jahr, dann erzähle ich dir wieder was. Bis bald, ciao.